Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format, welches ich liebevoll Schaufelstunde getauft habe. Wie der Name vielleicht schon verlauten lässt, werden wir uns hier Klassiker und ältere Spiele, im Prinzip Perlen aus meiner Kindheit, nochmal ansehen, jeweils die erste Stunde davon spielen und schauen, wie die heute noch funktionieren, ob sie immer noch Spaß machen und ob ich sie immer noch genauso in Erinnerung habe wie vorher. Das Ganze wird für mich ein ziemlicher technischer Akt natürlich werden, weil nicht alles heutzutage immer noch so funktioniert. Und bei unserem ersten Kunden, den wir jetzt haben, beziehungsweise für die erste Folgeschaufelstunde, haben wir gleich so einen Fall. Heute geht es nämlich um Heart of Darkness. Das Ganze ist, glaube ich, so 1998 oder so rausgekommen. Das gibt's für PC, PlayStation 1, also in dem Zeitraum noch. Und das wollen wir uns heute als erstes ansehen. Dabei gibt es allerdings ein kleines Problem. Das hier ist das Original, das ist wirklich die Originalhülle von damals. Ich habe hier noch eine alte Hülle von Redfly, hat das damals nochmal neu aufgelegt. Allerdings habe ich versucht, das hier zu installieren und das klappte irgendwie so gar nicht. Irgendwie hat mein Laufwerk da die ganze Zeit nur Lärm gemacht, aber nicht wirklich was getan. Also danke dafür. So, wir haben also weiterhin das Original jetzt genommen, das seltsamerweise besser läuft als die, die sozusagen die neu aufgelegte Publishing-Vorlage von Redfly oder wie die da heißen. Entwickelt wurde das Ganze von Infogrames, die hießen danach, also die haben sich später umbenannt in Atari SA und sind pleite. Also seit 2013 sind sie pleite, da mussten sie Insolvenz anmelden und Amazing Studio. Die sind schon kurz nach Erscheinen des Spiels pleite gegangen, das heißt, die haben nur ein Spiel veröffentlicht und dann nie wieder. Was ich eigentlich gar nicht verstehen kann, weil das Spiel eigentlich ziemlich gut ist, aber auch wohl nicht sehr bekannt. Also wenn man Heart of Darkness googelt, ist das hier nicht unbedingt der erste Suchbegriff, auf den man dann stößt. Aber naja, wir schauen uns mal an, was drin ist, denn das ist auch nochmal eine Erwähnung wert, sofern das hier mit einer Hand ganz gut geht. Hier haben wir erstmal ein Werbeprospekt. 1999 und 2000. Mensch, ist ja ganz schön Geschichte hier. Dann haben wir, das ist cool, einen Rücksendeumschlag. Hier Rückantwort an Infogrames. Infogrames Deutschland GmbH, Kundenservice in der Robert-Bosch-Straße 18 in Dreieich Sprendlingen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, aber ich denke mal auch nicht, dass sie da noch sitzen. Und da konnte man den eben hier so ein Fragebogen, so eine Umfrage ausführen, zum Beispiel: Ich besitze folgende Videospielkonsolen: eine Sony PlayStation, einen Nintendo 64, einen Game Boy, einen Sega Saturn, einen Super Nintendo, einen Game Boy Color oder andere. Sieht man hier oben, wenn der Fokus funktionieren würde. Ja, relativ cool, kann man aber wohl nicht mehr gebrauchen. Hier haben wir dann das Hauptspiel, CD sogar noch relativ gut erhalten. Weiß nicht, ob da noch irgendwie ein Bild hinter war, aber ich habe das zumindest nicht mehr. Das funktioniert auch noch ganz gut von der Installation her. Und was besonders ist, nee, das Handbuch jetzt nicht unbedingt, aber ich habe sogar noch diese originale 3D-Brille hier. Es gibt nämlich im Spiel am Ende eine Sequenz, also es wird sozusagen eine Abschlusssequenz, die in 3D läuft. Und dafür braucht man diese Brille. Die habe ich tatsächlich noch. Ich habe sie aber noch nie gebraucht, weil ich das Spiel noch nie durchgespielt habe. Immer nur mal angespielt. Das werde ich aber definitiv mit nach der Stunde, die ich halt aufnehme mit euch, tun. Ich werde es endlich mal durchspielen. Jetzt kommt nämlich der Knackpunkt, warum wir es nicht gemeinsam durchspielen werden, irgendwie im Stream oder so, und warum ich überhaupt das Intro der ersten Folge dieses neuen Formats so gestalte. Warum mache ich das? Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ich habe das Ding auf meinem PC installiert. Und das hat auch geklappt, zumindest vom Installationspart her. Allerdings, wenn man es dann startet, das startet in der Auflösung, die ist ja unter 640x360 oder was auch immer das für eine Auflösung war, ich glaube nicht das, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr kleine Auflösung und startet dementsprechend auch nicht wirklich gut und hat Grafikfehler und Pixelfehler und was weiß ich alles. Also läuft auf modernen Systemen einfach nicht. Daher, ihr müsst mal kurz hier warten. So. Daher habe ich das Ganze auf meinem Laptop installiert, denn dieser Laptop hier, der hat keine Grafikkarte. Das heißt, der hat nur Intel HD Graphics und da dachte ich mir, das könnte funktionieren. Ich weiß nicht, mal kurz hier den Bildschirm befilmen und Hamashi ausmachen.
blödes Hamaschi. Warum habe ich das überhaupt noch drauf? Naja, weg. So, jetzt kommt der Clou an der Sache. Die blöden Grafikfehler macht es nämlich auch auf dem Laptop. Da kann ich nichts dran rütteln. Das ist einfach so, das Spiel ist zu alt. Es gibt aber einen ganz einfachen Trick, mit dem man das Ganze umgehen kann. Ihr öffnet euer Bildschirmauflösungsfenster mit Rechtsklick auf dem Desktop. Und dann geht ihr hier auf erweiterte Einstellungen. So, dann kommt dieses Fenster hier, wo ihr eure Grafikkarte seht. Bei mir ist es wie gesagt nur ein Intel HD Grafikchip, aber in der Theorie würde da jetzt euer Grafikkartenmodell stehen. Und dieses Fenster lasst ihr offen und startet das Spiel. Das machen wir jetzt mal. Mach ich mal das Laufwerk auf. Na komm, willst du wohl aufgehen? Merci. So. Meine Hand ist das alles echt klasse. So. Wie gesagt, die CD sieht eigentlich noch recht in Ordnung aus. Ja. Rein damit. Und zu. Und wir das Fenster, wie gesagt, einfach offen lassen. Mal gucken, ob er meine Echse hier noch hat. Ja, ja, dann noch das Spiel Heart of Darkness starten. So. Jetzt macht er ganz schön Lärm im Laufwerk. Aber er wird es wohl gleich hochfahren. Das ist ja hart. Das macht keine guten Geräusche gerade. Aber mit der anderen Disk war es noch schlimmer. In meinem Haupt-PC. Das war krass. Also, es war schon nicht mehr normal. So, dass ich hoffe mal, dass die Grafikfehler jetzt... Was zum Teufel? Okay, das ist Teil von meinem Desktop. Jetzt wird die Auflösung umgestellt. Oh, scheiße. Ja, jetzt ist das hier aufgegangen, klar. Jetzt kann ich euch gleich sogar demonstrieren, was die Oh, es hat funktioniert. Cool. Hier seht ihr das Hauptmenü vom Spiel und ohne Grafikfehler. Normalerweise wäre das jetzt hier alles total verpixelt und so mit grünen, mit so, also man sieht das als West Corrupted oder sowas. Aber so läuft's. Cool. Und ich werde das Ganze mit Fraps aufnehmen. Ich habe das ausprobiert, das funktioniert. Allerdings hat man bei jedem Szenenwechsel... Jetzt ist es weg. Achso. Lädt er jetzt Werbung oder sowas? Okay. Allerdings wird es mit jedem Szenenwechsel einen kleinen... auch ja, er startet das Intro jetzt. Das will ich euch aber nicht spoilern. Das sehen wir uns sowieso gleich an. Es startet immer so ein... Bei jedem Szenenwechsel... Achso, jetzt hat er das Spiel einfach gestartet. Ja, großartig. Ich mach's mal wieder aus. Cool, wusste ich gar nicht, dass das einfach so das Spiel startet dann. Bei jedem Szenenwechsel werdet ihr so einen kleinen Pixelmatsch haben. Aber so kann man das Spiel wenigstens spielen. Das heißt, nochmal ein ganz herzliches Willkommen zur Schaufelstunde, in der ich mich auseinandersetze mit Technikfragen rund um meine alten Spiele. Ich kann jetzt nochmal kurz demonstrieren, was passieren würde, wenn wir dieses Fenster nicht auf hätten und das Spiel starten würden. Da, 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 da. Na komm. Jetzt ist es verschwunden. Heart of Darkness. Das Spiel Heart of Darkness. Schön. Eigentlich müsste es jetzt total schrecklich aussehen. Wenn es startet. Oh je. So. Ja, hier seht ihr diese Grafikfehler, die ich meinte. Und nur weil man dieses eine Fenster offen hat, passiert dies nicht. Dieser Fehler ist, glaube ich, einzigartig bei alten Spielen. Zumindest, ihr könnt mir mal schreiben, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, aber anders kenne ich es nicht. Alles klar, dann machen wir jetzt hier einen kleinen Schnitt, gehen in die Fraps-Aufnahme und spielen die erste Stunde von Heart of Darkness. Ja, damit sind wir im Hauptmenü von Heart of Darkness und werden jetzt eigentlich auch direkt losspielen. Vorher sei noch gesagt, das Spiel bekommt ihr zwar bei Amazon relativ günstig, allerdings kann ich das niemandem wirklich empfehlen, weil, wie gesagt, es läuft auf modernen Systemen einfach nicht mehr. Ich bewege das hier ganz gerade immer mal ein bisschen hin und her, damit das automatische Intro nicht angeht. Und ansonsten eben werdet ihr euch jetzt das Intro ansehen. Ich mache noch die Zeit an. Moment. So, die Zeit bzw. die Stunde läuft ab jetzt und los. Thank you.
Wissenschaft der Wissenschaftler über Jahrzehnte hinweg angelegt. Viele glauben tatsächlich sogar, dass diese schwarzen Löcher in Wirklichkeit Tore sind, die in Parallelwelten führen, die unbekannt und faszinierend sind. Vielleicht sogar erschreckend. Andy, bist du schon wieder eingeschlafen? Nein, ich hab nur... Gepennt während meines Unterrichts am helllichten Tag. Gut, mal sehen, ob... Tag. Gut, mal sehen, ob... Tag. Gut, mal sehen, ob du... Tag. Gut, mal sehen, ob du im Dunkeln besser aufpasst. Du kannst den Rest der Stunde im Schrank verbringen. Sie dürfen mich nicht einsperren. Ich kenne meine Rechte. Mein Onkel ist Anwalt. Und meiner ist Richter. Rein mit dir. Was ist? Hast du Angst vor der Dunkelheit? Komm sofort zurück, junger Mann! Heute gibt es eine Sonnenfinsternis! Wir werden morgen eine Arbeit darüber schreiben! Ich warne dich! Endlich frei! Yippie! Hey, Husky! Vorsicht, Kleiner! So, so, mach Platz, Platz! Willst du meine Kappe wieder aufsetzen? Hier! Hm? Los, komm, Quest, wir sind verpasst für die Kappe! Komm schon, aktivieren! Sequenz V1WA aktiviert. Na also! Countdown 30 Sekunden. Notausrüstung einpacken! Apfel, Kamera! Und vergiss das Hundefutter nicht! Danke! Wir haben ein Problem. Ach, was du nicht sagst! Oh.
Ist ja gut. Weißt du, du bist echt eine große Hilfe. Okay, ich muss sagen, das Intro ist immer noch genauso großartig wie damals. Ich hab's damals schon gefeiert und ich feiere es immer noch. Es ist einfach genial gemacht. Dieser eine Ruckler, der da kam mit, wo der Lehrer eben am helllichten Tag, ack, das passiert, wenn die CD nicht schnell genug lesen kann. Das wird bestimmt noch ein paar Mal passieren, also passiert. So, das eigentliche Spiel jetzt ist nicht so Friede, Freude, Eierkuchen wie das Intro. Das werdet ihr noch merken. Und ein Weg zurück ist auch nicht mehr möglich. So. Es ist ein bisschen schwierig zu steuern, weil ich mit den Pfeiltasten steuere. Und mit den anderen Tasten... Mit D mache ich Angriffe hier, mit F laufe ich schneller und mit G springe ich. Das ist relativ ungewohnt. Hier muss ich zum Beispiel jetzt rüberspringen. Und dabei versagen. Jetzt lädt die CD gerade die Todesanimation. Da ist sie ja. Denn wie ich das bereits schon angedeutet habe, im eigentlichen Spiel, was so ein Side-Scroller von Bildschirm zu Bildschirm, wie ihr hier seht, ist, will Andy eigentlich alles umbringen, was existiert. Diese ganze Welt, in der wir uns hier befinden, möchte diesen Jungen auf groteske Art und Weise töten. Das werdet ihr auch noch sehen. So. Hier haben wir schon eines dieser Schattenviecher. Die können angreifen. So. Wahrscheinlich werde ich auch noch ein paar Mal sterben. Jetzt müssen wir hier schnell weiter. Jetzt kommen sie nämlich. Und da hat er mich schon. Und tot. Arschloch. Stirb. Jetzt kommen sie nämlich von beiden Seiten. Wir können froh sein, dass wir noch eine Waffe haben, mit der wir sie aufhalten können, aber das wird knapp werden hier. Er ist daneben gesprungen. Oh Gott. Mit der Steuerung hier ist das gar nicht schön. Aber wie gesagt, die fressen einen, man wird verbrannt, man wird filetiert, alles wird mit einem gemacht, wenn man nicht aufpasst. Deswegen muss man die Viecher ausschalten. Wie die das mit dem... Ah, ärgerlich. Scheiße. Ja, ich hatte schon recht. Das mit der Steuerung ist so ein bisschen schwierig. Ist auch alles so klein hier auf meinem Laptop. So. Nein. Oh, okay, der greift mich nur. Oh Gott. Wie oft ich diese Passage in meinem Leben schon gespielt habe, ey. Ziemlich oft. So, jetzt bewegen wir uns weiter vorwärts. Da kommen die nächsten. Die machen wir auch platt. Ich finde diesen Anfang grandios, weil er absolut nicht das widerspiegelt, was uns nach... Manchmal funktioniert das mit dem Umsehen einfach nicht. Oh, scheiße. Okay, wir werden hier... Ist schade, ich wollte eigentlich ein bisschen gut spielen, dass wir ein bisschen mehr vom Spiel sehen. Stattdessen hänge ich schon am Tutorial-Part fest. Aber ich merke schon, wenn ich schieße, kann ich mich nicht bewegen. Das heißt, gut. Ich kann ruhig ordentlich auf die Tasten hämmern hier. Och, komm schon! Wir müssen die halt erst alle erledigen, sonst kommen wir nicht weiter. Nerv nicht. Dass sie da oben so rumfliegen, hilft mir auch nicht wirklich. So, jetzt sterbt. Alle. Geht, wir gehen weiter.
immer schön mittig platzieren, weil sie, wie gesagt, von beiden Seiten in Hülle und Fülle angerannt kommen. Ja, jetzt bin ich tot. Oh, doch nicht. Krass. Wie habe ich das überlebt? Ich muss mich gerade mega konzentrieren. Anscheinend sind hier gerade nur Leute, die mich greifen. Ja, der ist auch feindlich. So. Die mal schnell ausgeschaltet. Weiter hier rüber. Ah, scheiße. Aber da ist ein Safe-Punkt, das weiß ich. Die kommen da angelaufen und da muss ich rüberspringen. So. Kann nämlich einen Doppelsprung machen hier. Oh, fuck, da kommen ja noch mehr. Habe ich vergessen. Upsi. Die beiden erstmal ausschalten. Ups. So. Sind auch so cool von Animationen. So vorne machen sie Purzelbaum. Fuck. Vorne machen sie Purzelbaum, hinten schleicht sich einer an. Die ganze Präsentation von den Viechern ist mega cool gemacht. Warum gab es dazu bis... Okay, mein G-Knopf hat nicht funktioniert. So, uppala. Nochmal. Diese Passage. Knappe Kiste. Diesmal kriegst du mich nicht. Ich gehe weiter. So, hier müssen wir... hier oben müssen wir ausschalten, glaube ich. Weil ich war mir jetzt gerade gar nicht sicher. Eigentlich muss ich den da noch erledigen, irgendwie. Was ist denn hier drin? Kann ich nicht rein. Respawnt er jetzt? Ja, er respawnt. Der muss nämlich erstmal den da aufwecken. Na komm. So, jetzt können wir es hochklettern. Der hätte mich sofort gefressen, wenn ich da angegangen wäre. So, jetzt kommt eine coole Stelle. Die schafft er auch nicht immer zu laden, so wie ihr jetzt seht. Da muss er auch immer sehr viel, laden. Das Problem ist, der Penner frisst jetzt meine Waffen. Nur aus Jux und Dollerei werde ich euch zeigen, wie er auch andere Dinge fressen kann, wenn man nicht wegrennt. Oh, diese Animationen und die Sounds dazu. So, ich überspringe das mal. Und man muss einfach hier wegrennen. Dann muss man hier rüber. Es ist krass gemacht mit diesen grotesken Toten, die dieser kleine Junge... Das passt überhaupt nicht zum Intro. Wird hier aber echt dann so... Wurde so im Spiel gemacht. Das ist schon hart. So, jetzt erstmal wegrennen. Der Licht können sie nämlich nicht ab, diese Dämonen. Was ist das denn jetzt? Okay, was auch immer es war, es ist weg. Ah, ich weiß, was es war. Kleinen Moment. So. Ich habe jetzt kurz gemacht, dass mein Laptop-Pad hier unten nicht mehr ausschlägt, wenn ich drauf komme. Also mal dieses, was die Maus im Prinzip ersetzt bei Laptops, kennt ihr ja. Ich weiß jetzt gerade, wie es heißt, Touchpad halt. Ich denke mal springen und festhalten. Immer schön der Eidechse hinterher. So, hier auch. Rüber und hoch. Ach ja. Nee, das war's nicht. Er muss wieder laden. Das ist grandios. Diese Kommunikation zwischen Disk und Spiel. Unerreicht. Boah, die Tasten von meinem Laptop sind so klein. Ich hätte Steuern echt lieber auf WASD gehabt. So. Hier runter. Hier wieder rüber. Wie war denn das an der Stelle hier? Ach, warte mal. Genau, ich musste hier springen. Und dann ist das passiert. Und dann konnte ich hier weiterklettern. Alright! Anscheinend haben sie vergessen, den Part ins Deutsche zu übersetzen. Auch wenn die deutsche Lokalisierung ja mal echt geil ist. Hier muss man schnell raus. Das bricht sonst zu.
Apropos Technik und Lokalisierung bringe ich an dieser Stelle nochmal, weil ich weiß, da kommt gleich eine Cutscene. Dieses Spiel hat für das Jahr 1998 einen verdammt geilen Soundtrack und eine verdammt coole Inszenierung, wie ihr im Intro gesehen habt, wie das mit den Meteoriten und alles war. Das feiere ich bis heute. Ich weiß nicht, warum das... Das war anscheinend kein finanzieller Erfolg, aber ich weiß nicht, warum. Das war vielen Sachen weit voraus. Muss ich hier auch wieder den hier machen? Ach so, ja stimmt, das war hier festhalten und dann ist das passiert. Und dann konnte man so machen. Na komm, kletter. Gott. Er muss laden. Der Typ erinnert mich an Andys Lehrer. Er hat den gleichen Synchronsprecher. Ich denke mal, das will auch auf irgendwas hinaus, allerdings habe ich das Spiel nie durchgespielt und weiß es nicht. Das werde ich nun nachholen. Wir machen auf jeden Fall erstmal weiter mit diesem Level, was sehr, sehr geschicklichkeitsbasierend ist. Also genau das Richtige für mich. Nicht. So. Gut, das hätten wir schon mal geschafft. Jetzt schnell rüber, während die Pflanze beschäftigt ist. Und hier hoch. Wow, erstes geschafft. Das war schon mal nicht schlecht. Oh, klasse. Oh. Ja, das war scheiße. Oh toll, man darf alles nochmal machen. Hopp. Hopp. Man muss hier echt pixelgenau sein. Und hoch. Und nochmal. Ach, guck mal, ich kann bis hier vorne gehen. Und jetzt. Oh, ärgerlich, komm schon. Das war ja wohl okay. Wupp. Scheiße. Hups. Immer die Seeschlangen, die ihn dann fressen. Zumindest unter Wasser drücken. Man muss hier immer warten, bis sie wieder eingependelt sind, sodass man auch wirklich rüber kann.
So, das hier wollte ich nämlich machen. Der hilft mir da nämlich rüber. Oh, der Part ist klasse. Die dürfen ihn nicht greifen. Schnell. Da wird es immer kurz leichter und dann wieder tiefer. Und das muss man ausnutzen, sonst kriegen die einen. So, jetzt schnell. Ja, Licht. Perfekt. Die haben auch eine fiese Todesanimation. Die würden ihm das Genick brechen und ihn wegziehen. Sehr gemein. Ich guck mal kurz, ich erinnere mich gerade nicht mehr. Ach so, ja, stimmt. Ich weiß. Ich weiß wieder. Was machen wir? Den hier. Das hat nicht funktioniert, so wie ich das wollte. Ach komm, das ist doch gemein. Da ist viel zu wenig Platz. Ich kann das so schnell, wie der Bildschirm wechselt, gar nicht sehen. Upp, jetzt. Böse Pflanze, wollen wir dich da oben nicht mehr haben. So, was wir hier machen müssen, ist uns von dem Typen töten lassen. Nein, eigentlich nicht. Das ist eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Upp. Komm schon. Gerade eben hatten wir es doch. So, jetzt. Upp. Brav. Brav. So, wir müssen mal kurz warten, bis der selbst, glaube ich, den da hat. Ja, jetzt können wir das machen. Müssen wir das hier machen. Und jetzt ganz schnell nach ganz oben klettern. Ich habe hier lange gebraucht, um rauszufinden, dass man hier noch weiter hochklettern kann, weil es sieht halt nicht wirklich danach aus. Dann können wir hier rein. Hier weiter. Und die müssen jetzt alle so ein Vieh nehmen, bitte. Ich kann hier rein. Wieso kann ich denn da nicht reinkriechen? Oh, ich bin da reingekrochen, aber es hat irgendwie nichts genützt. Ja, das haben wir schon mal geschafft. Die Checkpoints sind eigentlich recht okay. Also da kann man sich nicht beschweren. Na komm. Greif zu. Los. Hopp. Come on. Na komm. Brav. So, schnell weg hier. Wie gesagt, wir sind gerade unbewaffnet. Und die Waffen, die wir vorhin hatten, die kriegen wir so schnell nicht wieder. Ja. Du Arsch, jetzt nimm irgendwas davon und versuch nicht mich zu schnappen. Komm schon. Ist doch lukrativ. Happa, happa. Brav. So, jetzt muss nur noch der andere. Wir müssen halt irgendwie Glück haben, dass sie beide so ein Vieh fressen. Ich würde es begrüßen, wenn sie das jetzt tun würden. Come on. Ist der da oben wählerisch, ey? Oh, was ist denn das? Meine Güte. Wieso will der denn nichts essen? Ey, weißt du was? Fick dich. Ja, siehst du, der macht gar nichts. Der tut nur so, als ob. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Deshalb werde ich hier lang kriechen. Oh, perfekt. Klasse. Das hat sogar funktioniert. Ja. Was muss ich hier machen? Muss ich wieder springen? Ich kann dagegen, aber sonst kann ich hier echt nichts machen. So, jetzt ganz vorsichtig. Aber da geht auch nichts. Damit halte ich mich gar nicht erst auf. Gibt's hier irgendwas, das ich übersehe? Kann ich hier irgendwo hoch? Ach, gucke mal. Natürlich. Was auch sonst. Oh, man muss wieder laden.
Not good. Not good. Not good. Not good. Oi, oi, oi. Alright. Lauf. Schwimm. Schwimm. Das ist knapp immer. Gerade eben hat er uns noch geholfen und jetzt will er uns fressen. Darf ich mal anmerken, dass die Steinrutsche gerade eben ziemlich schmerzhaft aussah? Weil das sah sie. Okay, wo kann ich denn hier hochklettern? Natürlich hier. Hier geht's noch weiter hoch. Er lädt. Ich höre die CD. Achso, der Teil, ja. Wupp. Hallo. Ich bin Andy. Andy! Überraschung! Hoppla! Das war klasse! Bist du ein Akrobat? Akrobat? Wie heißt du? Kumpel! Kumpel und weiter? Kumpel, Kumpel! Mann! Sieht das aber gruselig aus! Dunkles Königreich! Hilf mich! Hilf mich! Also auch wenn die Cutscenes und das Spiel im Generell nur ungefähr auf 10 FPS laufen, finde ich den cineastischen Touch, den das Spiel hat, einfach großartig. Hier kriegen wir jetzt unsere neue Kraft, mit der wir auch mal wieder ein bisschen was tun können. Was Gutes tun können. Andy kann übrigens anscheinend so lange unter Wasser atmen, wie er möchte. So, dieser Part ist tricky, weil auch unter Wasser gibt es Viecher, die ihn umbringen wollen, beziehungsweise ihn fressen wollen. Ich weiß nicht genau, wann die auftauchen, aber sie werden passieren. Sie werden passieren. Aber Andy kann relativ lange unter Wasser die Luft anhalten, irgendwie für immer. So, und hier braucht man jetzt halt eben die Kraft, weil man muss man erst aufladen und dann kann man hier so schießen. Manchmal kann man das auch hintereinander, aber jetzt gerade kann das nicht. Ist halt wesentlich schwächer als das, was wir vorher hatten. Mit unserer coolen Waffe. Ach ja, stimmt. Hier, man kann diesen Kern hier treten. So, dann trete ich jetzt da hin. Dann schieße ich den ab. Und dann wächst daraus ein Pflänzchen. Na komm. Huhuhu, das war knapp. Das war gar nicht gut gewesen. Hier können wir hochklettern. Da unten sind nämlich diese Fische. Die sind gar nicht nett, diese Fische. Das sind nämlich sozusagen Piranhas. Und die sind auch hungrig, wie alles in diesem Spiel irgendwie hungrig ist. Ah, klasse, der Part. Jetzt geht das los mit den tollen Unterwasserpflanzen, vor denen ich übelst Angst habe. Da, diese... Oh, ich finde das immer wieder gruselig. Wie er den einsaugt und dann die Kleidung wieder ausspuckt. Ich will da lang. Ich finde das nicht schön. So, die sind auch gemein. Ich weiß nicht, warum ich andere Spiele problemlos spielen kann, aber bei diesem Spiel kriege ich bei sowas echt Krise. Ich finde es einfach krass. Tut mir leid. Dieses Spiel... Ich weiß nicht, warum man hier atmen kann, aber man kann es. Andy muss nämlich nicht unter Wasser atmen. Also dieses Spiel kriegt mich mit diesen Viechern echt immer wieder. Ich finde das gruselig. Scheiße. Wo muss ich hier hin? Nach unten, glaube ich. Okay, jetzt schwimmen wir mal nach unten. Nicht schön. Gar nicht schön. Gott. Ich habe diesen Part gehasst. Schnell durch.
Und es wird nicht besser. Nicht schon. Nein, den ganzen Part nochmal. Scheiße. Ich krieg hier übelst die Krise gerade. Okay, bei den Dingern muss man rausschwimmen. Das heißt, ich muss gleich einfach nach oben schwimmen, wenn das nochmal kommt. Den ganzen Part nochmal. Fantastisch. Ich finde das gruselig. Ich finde das absolut gruselig. Tut mir leid. Okay, hier waren die ganzen anderen, ne? Die ganzen anderen, die saugen. Da muss ich runter. Nein, stopp. Nein, stopp. Ah. Und wenn ich hier dran vorbei bin, muss ich gleich wieder hoch. Das habe ich mir gemerkt. Weil ich keine Lust habe, diesen Part so oft zu wiederholen. Dieses Spiel verletzt meine Seele. So, hoch, 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 hoch. Hoch schwimmen, weg von dem Vieh. Oh, ist das gruselig. Okay, was wird mich hier erwarten? Ja, guckt euch diesen Scheiß an. Wie sie mich haben wollten, ne? Oh. Hoch. Die kann man nicht abschießen oder so. Wie soll das denn gehen? Verdammt, ich glaube, Andy kann doch ertrinken. Zumindest hat er gerade so eine Sounds gemacht. Nein! Nein! Oh, nicht den gesamten Part nochmal. Schön. Oh. Das ist für mich ein Albtraum hier. Ich finde das gar nicht gut. 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 Hoch, 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 hoch. Ich denke mal hier lang, ha? Natürlich, natürlich. Ich glaube, das ist für mich hier der schlimmste Part im Spiel. Oh Gott. So. Die gehen beide gleichzeitig. Das heißt, ich muss beide gleichzeitig schaffen. Hoppala. Das schafft man auch sehr schön. Oh, das ist ja auch gemein hier. Aber die machen das aber ein bisschen anders. Die machen zweimal. Und hochschwimmen. Das sieht auch nicht sehr vielversprechend aus. Was ist das geringere Übel? Ich denke mal, ich muss nah unten bleiben und trotzdem versuchen an ihm... Der pustet. Der saugt nicht, der pustet. Das ist neu. Arbeiten die jetzt schon zusammen? Ja, na klar. Wie soll ich denn das machen? Muss ich da in einem Rutsch durchschwimmen? Ja, muss ich. Ich muss jetzt los. Oh, geschafft. Ah, da, 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 da. Ah, ah. Ey, ganz ehrlich, diesen Part kann ich nicht ausstehen. Der ist so schlimm. Oh, es sieht nicht so aus, als würde es besser werden. Immerhin kann ich's bei, ist es bei denen noch okay. Wie mache ich denn das? Wie soll ich das denn machen? Ach, kann ich hier... Warte mal. Nein, das wollte ich nicht. Kann ich hier hochklettern? Nein, kann ich nicht. Wieso nicht? Wie sollen das... Ach so, warte mal. Natürlich. Schnauze. Nächstes Mal hältst du dich fest und dann läuft alles in. So, Schnauze. Ich kletter hier. Man kann das ein Glück machen, man kann das ein Glück... Oh nein, die sind auch gemein. Nein. Ich erinnere mich. Aber die kann man töten immerhin. Schnauze. Ja, mal noch einen. Ich glaube, die können nur in vorgefertigten Löchern rauskommen. Also da. Die kann man sozusagen, um es mal mit moderner Sprache auszudrücken, relativ gut spawn-trappen, die Pisser. Würdest du loslassen? Ich will da nicht mich runterfallen, ne? Kann ich mich nicht...
Das war nicht besser. Was ist das denn? Wie soll das denn gehen? Die fressen mich auch. Fressen sogar die Kleidung mit, die Säcke. Wieso? Ah, guck mal, die Viecher können auch auf... Seht ihr das? Die springen da rüber. Selbst wenn ich auf diesem Baumstumpf da stehe, würden die mich fressen. Das heißt, ich glaube, ich muss hier einfach vorbeirennen und hochklettern. Ah, ich verstehe, ja. Pass auf. Next level play... Fuck. I am so dead. I am so dead. Wieso kann ich denn hier einzeln schießen? Fuck you. Oh, es hat funktioniert, es hat funktioniert. Jetzt muss der nur mal wieder in die richtige Richtung. Schön. Schnauze. Wie auch immer ich das gemacht. Ja, eigentlich weiß ich, wie ich es gemacht. Komm schon. Also wenn man sich hinlegt und schießt, kann man anscheinend die ganze Zeit schießen. Das ist gut zu wissen. Ich überlege gerade, ist hier noch irgendwas anderes Böses, was mich töten könnte? Geht's hier lang? Nirgendwo. I guess this works. Yep. Da haben wir wieder die Viecher. Ich finde die auch nicht schön. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Wieso kriege ich bei diesem Spiel eigentlich so eine Panik vor den Gegnern? Unfassbar, wie alt ist dieses Spiel? 1998. 17 Jahre. Trotzdem, ich finde die Gegner gruselig. Wenn ihr wüsstet, was sie mit mir machen würden. Ich werde es euch nicht zeigen, weil ich es dann auch sehen muss. Ja, ich erinnere mich, glaube ich, an diesen Part. Ich muss hier, glaube ich, lang schwimmen. Nee, warte mal, das war falsch. Ich muss hier irgendwo lang schwimmen, das weiß ich. Das Problem ist, dass gleich von rechts die blöden Fische kommen. Glaube ich. Ich schwimme einfach mal dahin, weil die Strömung uns hier treibt. Aber warum sollte ich das denn wollen? Da komme ich doch nur... Ach, guck mal, jetzt muss ich wieder zurückschwimmen, weil jetzt kommen sie nämlich. Nein, nein, schnell, schnell, schnell. Hoppala. Ah, ich muss aufpassen. Die können fiese Tricks, um mich trotzdem zu kriegen. Muss ich den ganzen Weg jetzt wieder zurück? Wahrscheinlich. Egal, ich werde ihn gehen. Ich werde ihn gehen und es wird mir gefallen. Du hältst deinen Schnauze. Oh, schnell weg hier. So, jetzt sind die Viecher nämlich nicht abgelenkt. Mensch, was muss ich denn hier nochmal machen? Also ich habe da jetzt die Strömung geöffnet. Ich weiß aber nicht genau, was mir das jetzt gebracht hat. Ich habe eine Idee. Das könnte funktionieren. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Kern? Ich will meinen Kern. Komm her, Kern. Das wird jetzt mega cool. Pass auf, den schubsen wir hier rein. Der schubst jetzt den da runter. Und der geht noch weiter. Ja. Scheiße. ja. Anscheinend war das gar nicht so schlecht gedacht. Weil wenn hier der Checkpoint ist, wird es irgendwas damit zu tun haben. Nehme ich jetzt einfach mal an, aus Videospiellogik. So. Ich kann den nämlich hier abschießen. Alles klar. Gut. Und rüber. Ah, perfekt.
Und seht ihr, das ist der Gedanke dabei. Jetzt mache ich den hier auch noch kaputt. Die folgen mir nämlich, diese blöden Fische. Wie könnt ihr mir folgen? Was habt ihr denn für ein Gehirn, so klein wie ihr seid? Wahrscheinlich kein großes. So, kickst du rein da. Brauche ich nicht schupp. Oh, schnell höher. Ja, ja, ja. Ich weiß genau, dass ihr das wolltet, die blöden Fische. Und hopp. Und höher. Sehe ich mal zu, dass ich Land gewinne. Das sieht wieder toll. Ich könnte bei jedem neuen Screen kotzen. Was ist das da oben rechts? Das ist auch so einer, der frisst. Das heißt, die wollen mich hier verarschen mit dem Weg. Der frisst mich nämlich direkt. Das heißt, du gehst jetzt mal gepflegt sterben. Beziehungsweise dich paralysiere ich. Ich gehe hier hoch. Das ist ja wenigstens machbar, der blöde Raum hier. Gib dem auch einen mit. Und gehe hier hoch. Ach, natürlich. Komm schon, Steuerung. Okay, ich muss mich hier also durchbeißen. Komm schon, Steuerung. Steuerung. Fuck. Irgendwie möchte sie gerade nicht so, wie ich möchte. Komm schon. Hoch. Jetzt mal ohne Witz, er will das nicht machen. Ich versuche jetzt gerade mal... Es klappt nicht, er will das nicht machen. Jetzt will er es machen. Wie doll muss ich denn da drücken, bitte? Komm schon. Du es. War doch. Höher. Zum Kotzen. Ach, danke. Irgendwas klappt mit der Steuerung gerade nicht so, wie ich es gern hätte. Jetzt weiß ich auch, warum das vorhin nicht so ganz gut geklappt hat. Mit dem Schießen am Anfang, da hatte ich auch das Gefühl, meine Eingaben würden teilweise verschluckt werden. Oh, ohne Witz! Rechts funktioniert's. So, ich renne jetzt einfach. Sayonara. Komm schon, kletter, 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 kletter. Kletter hier raus. Perfekt. Uhuhuhu. Bullshit. Bullshit. Was ist das denn? Die kann ich nicht töten. Never. Geh weg. Oh, toll. Hallo. Komm, Kleine, Kleine, nein! Komm schon. Bevor der Jumper kommt. Kleine, Kleine, Kleine. Ah, ah, ah. Anscheinend können sie nicht klettern, das ist gut für mich. Na, come on. Komm runter. Komm runter. Trau dich. Trau dich, du Arsch. Dankeschön. So, jetzt whoopala und laufen. Und ich glaube, das war falsch. Klettern, 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 klettern. Okay, was muss ich denn hier machen? Ich meine, ich kann die töten, bestimmt. Aber das kann ja irgendwie nicht Sinn der Sache sein. Obwohl, es könnte es durchaus. Ja, ja, wie auf dem Schießstand.
So, jetzt Ruhe im Karton. Noch nicht komplett, aber größtenteils. So, schauen wir mal, was hier noch ist. Haben wir noch ein paar von denen gesehen. Problem ist, ich kann die jetzt gerade nicht... Doch, das ging. Sterbt. Ich guck mal ganz vorsichtig um die Ecke. Okay, das waren alle. Und hier kann ich hochklettern. Das heißt, das mit dem Laufen hätte auch funktionieren können, aber das mit dem Abschießen hat es letztendlich auch getan. Gut. Und er lädt. Das heißt Cutscene. Wenn er lädt. Oh, Moment, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ich glaube, der Kumpel kommt jetzt und holt mich ab. Allein die Kumpel im Schattenreich. Da ist der Kumpel. Nicht Angst haben. Wir nicht essen Fleisch. Wir Vegetarier. Wow, den schnapp ich mir. Ich bin am Verhungern. Ich könnte ein ganzes Pferd essen. Nicht anfassen, nicht. Hä? Letztes Fußball. Pferd teilen? Warte, ich habe eine bessere Idee. Pass auf. Pferd essen, Pferd essen. Müssen sprechen mit altem Weisen. Oh, alter Weiser, rede! Oh, alter Weiser, rede zu uns deine Worte der Weisheit! Kann nämlich sehen alles. Wisst ihr, Herr, ich zeichne meine Vision. Ist genau wie du.
Du flattern von Himmel und suchen Kumpel wie diesen. Falscher Traum. Du willst wiederfinden, kleinen Hundekumpel? Du darfst nicht gehen. Große Gefahr dort. Hier, ich dich beschützen mit meiner großen Magie. Dunkle Kräfte niemals kommen, weil sonst Tick-Tack-Po. Ich großer Voodoo-Magiker. Der alte Weise sagt, böse Knochen niemals kommen hierher. Ich habe gesprochen. Aufstehen, Andy! Böse Knochen greifen Dorf an! Hier, schlimm! Du gehst! Schlimm! Vorsicht, pass auf! Oh! Dennis, ich komme! So, an dieser Stelle würde jetzt ein Level beginnen, wo wir aus dem Dorf verschwinden, aber das werden wir uns nicht mehr anschauen, denn die Stunde ist so ziemlich rum und das Level würden wir nicht mehr schaffen. Also, ganz ehrlich, diese Parts mit diesen Unterwasserpflanzen, die finde ich krass. Tut mir leid, irgendwie haben die einen Effekt auf mich, vielleicht ist er noch von damals, Ich finde das gruselig. Das ist ähnlich schlimm wie in anderen Horrorspielen, die ich mal gespielt habe. Zusammenfassend muss ich sagen, das Spiel ist cool. Es ist heutzutage vom Gameplay her, es ist simpel. Man hat nicht viel, was man machen kann. Man kann rennen, springen und angreifen, wenn man eine Waffe hat. Und ansonsten nichts. Das ist ein Spielprinzip, das funktioniert heute noch genauso wie damals. Und ich finde diesen ganzen Kontrast zwischen den meistens Friede, Freude, Eierkuchen, Cutscenes, die wir ja gesehen haben jetzt mal der letzten, war ja nun nicht mehr so, aber eben so dieses, die Viecher heißen Kumpel, leben in der Schattenwelt, wo der Schattenkönig ist und auch dieser kleine Humor jetzt gerade mit dem großen Weisen und seinem Voodoo-Zauber, wo er den Herrscher der Finsternis und seinen komischen Rüsseldiener da gewoodoot hat mit seinen Nadeln, das finde ich alles recht cool, immer noch. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht irgendwann mal wer ein HD-Remake zu diesem Spiel rausbringt. Oder irgendeine überarbeitete Fassung. Vielleicht einfach eine Version auf GOG, die funktioniert. Das Problem ist nämlich einfach, dieses Spiel funktioniert nicht mehr. Ich kann niemandem empfehlen, auch für den günstigen Preis, den es momentan hat, sich dieses Spiel zu kaufen, weil es nicht klappen wird. Und das ist so das Problem, an dem ich hier sitze, weil es ist ein ziemlich cooles Spiel. Das kann nur leider niemand mehr spielen. Ich weiß auch nicht, warum die so schnell pleite gegangen sind mit dem Spiel, weil es ja doch ein sehr groß für die damalige Zeit einen ziemlich großen Schritt getan hat, auch wenn es für heutiger Sicht natürlich hoffnungslos veraltet ist, aber es hat den vollkommen orchestralen Soundtrack von Bruce Broughton und es hat eben diese Cutscenes, die sehr cineastisch inszeniert sind, trotz der 10 FPS. Also ich würde mir echt wünschen, dass mal hier wirklich sich jemand ein Herz fasst und sagt, bringen wir nochmal neu raus als HD-Remake und dann würde ich es auch definitiv nochmal mir angucken. Ich werde es jetzt auf jeden Fall durchspielen mal endlich, weil das habe ich noch nie getan, so lange ist das Spiel gar nicht und deswegen werde ich das auf jeden Fall mal tun. Ansonsten war es das mit der ersten Episode von Schaufelstunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es sind noch viele weitere Episoden geplant. Ein paar davon werden vielleicht sogar im Livestream realisierbar sein. Das hängt eben immer davon ab, ob man was streamen kann. Und das hier kann ich definitiv nicht streamen.
Aber soweit es geht, ist das erstmal so der Auftakt von den Dingen, die ich so aus meiner Kindheit euch nochmal präsentieren möchte. Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt und generell Feedback abgeben wollt, wie es euch gefallen hat, wie ihr das Spiel findet vor allem, könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich lese alles. Und ja, ich freue mich drauf. Alles klar, das war die Debütfolge Schaufelstunde mit Heart of Darkness. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Video Stopp. Und Audio Stopp.